herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu einem kleinen neuen Vlog. Wir haben gerade Samstagabend, kurz vor 11 und hier hinten hockt die andere. Ich hab schlechte Laune. Nein, die feiert morgen Party, weil sie morgen wegfährt. Wieder nach Hause. Ich feiere Party, weil ich weg bin. Oh nein, also besser gesagt, wir haben jetzt Samstagabend, kurz vor 11 und wir haben gedacht, wir gehen jetzt noch ins Kino, denn es kommt an Knopf-User. Unknown User, genau, den wollen wir mal anschauen, den neuen Horrorfilm. Eigentlich ein cooler Film, interessant. Mal gucken, ob er wirklich so gut wird. Was meinst du? Also von den Trailern und Teasern soll er anscheinend doch wirklich gut sein. Ja, schauen wir mal. Apecrime und so haben ja auch schon da so einen Trailer nachparodiert. Eigentlich schon echt cool. Und auch cool nachgemacht. Auf jeden Fall hochwertig. Jetzt schauen wir mal, wie der Film wird. Denn 23.15 Uhr läuft der Film. Kurz noch Geld holen, ihre Klamotten und Koffer in dieses Autopark gehen und dann gehen wir ins Kino. Den weiten Weg. Ob sie den Horrorfilm übersteht, weiß ich nicht. Denn wir haben gestern auch schon einen Horrorfilm angeguckt. Babadook, wenn er euch was sagt. Und er war so langweilig, dass ich eingeschlafen bin. Und sie konnte nicht die Nacht nicht schlafen. Danke, dass du es erzählst. Ja, auch wenn man halt von so einem langweiligen Horrorfilm schon so echte Albträume kriegt, dann weiß ich gar nicht, was du zu dem Nachhaltigen-Film sagst. Ja, du weißt, dass ich schreckhaft bin. Ja. Ich war jetzt noch die ganze Zeit am Warum zockst du Video hier am Schneiden. Dass es auch demnächst rauskommt, auch wahrscheinlich morgen mit dem Vlog. Mal schauen, wie weit ich werde. Erstmal um 1:30 sind wir erst wieder daheim. Mal schauen. Jetzt gehen wir mal los. Wir sehen uns später. Verlassen. Unter einem U-Bahn-Schacht. Vor uns fährt ein Zug. Oh, was für ein komischer Zug. Ja, ganz alleine. Keiner ist hier. Sieht aus fast schon wie in Köln oder so. In so einem verlassenen... In Köln? Da ist es niemals leer. Ja, oder halt in einem Horrorfilm. So verlassen. Kommt mal der Clown um die Ecke und so. Ja, mit der Kettensäge. Und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wir waren ja gerade im Kino und laufen aber gerade hier durch eine Unterführung, die hier bunte Lichter hat. Und ja, wir waren ja gerade den Unknown User. Ist das Fresh Popcorn, weil es zu spannend war? Ja, und der Film ist eigentlich echt interessant. Also auf jeden Fall echt cool, der Film. Also dafür, dass er ab 16 Uhr war, muss man sich eigentlich nicht so viel erhoffen, aber war eigentlich interessant, echt cool. Also es waren echt ein paar krasse Szenen dabei und ich bin ein paar Mal echt ein bisschen erschrocken. Vor allem am Ende. Aber ja, was da passiert, das müsst ihr selber euch anschauen. Aber auf jeden Fall auf unserer Basis, was mit Skype und so zu tun hat und YouTube und alles, soll es denn wahrscheinlich auch den Jugendlichen was zeigen, was man nicht tun soll. Er spricht wirklich einen richtigen Grundsatz einfach raus. Genau. Und das haben sie damit echt gut rübergebracht. Genau, man soll nicht das tun. Was man nicht will, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen. Genau. Man soll auch nicht seine besten Freunde verraten und auch keine Scheiße posten im Internet verbreiten, denn das, was einmal im Internet ist, kommt nie wieder raus. Und das wollen sie einfach zeigen und einfach die Szenen sind auch echt krass. Aber kann man sagen, echt cooler Film. Müsst ihr euch echt geben, wenn ihr ihn noch nicht angeschaut habt. Kommen wir gleich rüber. Ja, und wenn ihr ihn noch nicht angeguckt habt, dann schaut euch an, jetzt wird es hier ziemlich dunkel. Ja, und es wird kalt, nur noch. Ja. Also von daher, schaut ihn euch am besten an, gebt ihn euch, auf jeden Fall interessant, vor allem für die YouTuber-Welt und Skyper-Welt. Gebt ihm natürlich auch im Kino, wir kennen euch, es wird ein bisschen arg dunkel. Ja, also da wir uns ja fast nicht mehr sehen, werden wir uns gleich nochmal zurückmelden, wenn wir daheim sind. Bis gleich. So, wir sind jetzt zu Hause, nach kurzer Strecke, wir haben es ja nicht weit weg vom Kino. Und ja, wir haben jetzt Einsel. Wir sind jetzt nun daheim. Und ja, wie gesagt, gerade eben war es ziemlich dunkel. Wenn ihr den Film anschauen wollt, schaut ihn euch am besten an. Auf jeden Fall cool. Mir ist voll warm. Ich guck mal. Boah, sieht voll. Ja, voll. Obwohl es eigentlich gar nicht mehr so warm ist. Wir haben 23, 25 Grad. 20 Grad bis 20 Grad, okay.
Aber ja, wir haben schon. Wir sind nicht mehr gewöhnt mit langen Sachen. Ja. So. Jetzt sind wir ja daheim und die PCs geben noch ein bisschen Wärme, weißt du? Und ja, wie gesagt, schaut einfach euch den Film an. Auf jeden Fall echt nice. Kann man sich mal geben. Und ja, nun werde ich ein bisschen noch weiter schneiden an meinem tollen Projekt. Ja. Und ja, es wird wahrscheinlich schon fertig werden. Und was ich euch noch zeigen wollte, so einfach meine Gaming-Seite, mit der ich ein bisschen arbeite. Und zwar Instant Gaming ist auch der Link unten drin. Ist eine coole Gaming-Seite für PC-Keys. Checkt euch ab, unten der Link, einfach mal drauf gehen. Sind die Spiele auf dem ziemlich günstig. Also ich habe bis jetzt keinen wirklichen Shop gesehen, der noch günstiger ist wie den. Also ist ziemlich cool. Kauft euch da ein paar Games, also zum Beispiel The Witcher 3 für 23,05 € oder so. Und GTA ist auch 35 €. Guck mal nebenbei, red du weiter. Also kann man echt sich geben. Und so könnt ihr mich auch ein bisschen unterstützen. Auf jeden Fall cooler Shop. Ich guck gerade, ob hier was, zum Beispiel Fallout 4 ist jetzt für 34,99 € drin. Ich mach's mal kurz auf. Kostet normalerweise 60 € hier. Also hier so. Und jetzt auf 34,99 € reduziert. Ich weiß nicht. Hallo. Und ja. Ja, kann man sich vorbestellen, wie die anderen, wie Black Ops 3 und Co. Also wirklich euch geben. Einfach unten in den Link anklicken, unten in der Videobeschreibung. Und den Beasley supporten, der Shop ist echt nice. Und da habe ich auch schon ein paar Spiele gekauft. Ja, wird noch mehr. Ich krieg auch immer wieder Spiele und so. Und könnt auch mich ein bisschen unterstützen, von daher. Einfach reinklicken und euch geben. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Vlog. Das war ja nur ein Samstag-Vlog in dem Sinn, also ein Sonntag-Vlog, aber wir haben nur Samstag heute gesprochen. Im nächsten Vlog, bevor du das vergesst, wird die Ankündigung für die Gamescom gemacht, wann wir uns wo treffen. Nicht vergessen. Oh ja, die Gamescom ist ja schon bald. Nächstes Wochenende, es ist das letzte Wochenende vor der Gamescom. Ja. Da gibt es nämlich das Infovideo, alles drum und dran, Ort, Zeit, Tag, alles drum und dran. Mit wem, mit was und mit allen. Wir sind ja nicht nur zu zweit da, sonst gibt es ja noch andere YouTuber, die da auch vor Ort sind. Und mal gucken, was wir mit dem planen. Mm. Wird es was Größeres geben und dann wird es da auch besprochen, wie viele Vlogs wahrscheinlich gibt, was wir alles tun und was wir alles machen werden. Aber das seht ihr alles nächste Woche. Schaut vorbei. Dann lasst einen Daumen da und einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Peace.